Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns jetzt hier mal auf dem Weg dieser Giftlinie. So. Aber ich muss jetzt hier noch ein paar Leutchen umhauen, ich weiß das gar nicht. So, ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt. Ach Gott, wenn wir hoffen, was war das jetzt eigentlich? Tapfere Ruf. Achso, ja. Ist das etwas wie der Berserker? Ja, nicht der Berserker, sondern keine Ahnung mehr, wie es ist. Das ist der Berserker beim Sith. Die kann ich bestimmt gebrauchen. Okay, aber habe ich jetzt hier auch... Ach doch, da ist ein Vergifter, aber den habe ich beinahe übersehen. Gut, jetzt auch nochmal eine Dosis Drogen. Und einen guten Stoff kriegen die Leute hier. Zerstöre die Beladungsausrüstung. Na gut, dann machen wir es auch mal. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir den ganzen Quark gleich mit, dann ist es gut. Thank you.
heilen wir den Dude nochmal hier oben. So, jetzt auch nochmal den guten Stoff. Setzen, dass ich heilen. Gut. So, was soll ich jetzt machen? Beschafft den Speicherkern des Belagerungsdruiden. Mal durch, hier laufen wir durch die Pampa hier durch, durch die Suppe, durch die Giftsuppe. Den nochmal weg. Und dann hätten wir es ja auch schon. So, aber jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, welchen Farbkristall hat sie eigentlich da drin? Imperialrot, ja, okay, gut. Es gibt leider diesen roten, den ich jetzt hier drin habe, in dem hinteren Lichtschwert hier. Den gibt es leider nicht auf dem Kartellmarkt. Den kann man nur kaufen, wenn irgendjemand anderes ihn herstellt. Denn man sieht ja, wenn man hier, wenn ihr mal guckt, sieht man ja, dass der anders ist als der. Und ich hätte gerne noch lieber so einen zweiten. Bloß, den gibt es im Moment nicht auf dem Kartellmarkt. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich das Video hier aufgenommen habe.
schneiden. Psst, ihr bekommt eine kleine Pause, Hutte. Wir haben Besucher. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Es ist doch wohl offensichtlich, dass ich überlegen bin. Oh, wie tapfer. Faszinierend. Kein Wunder, dass Trieg genug von der Republik hatte. Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corvin sind General, während Leute der Tat übergangen werden. Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte. Das Imperium steht nicht gerade für das Prinzip der Gleichheit. Sie werden einem Sabrak niemals echte Macht geben. Das stimmt. Es war wirklich äußerst töricht von euch, alles zu glauben, was ich euch versprach. Was? Ich habe euch pures Quäschgift injiziert. Tötet den Jedi, dann gebe ich euch das Gegenmittel. Bringen wir es zu Ende. Bitte, vergib mir. Das ist für alle Leute, die ihr verraten habt. Kulirado kanki kon kaskron chido ban. Mi bonawa tuipe te bokpagwa wada wanga. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Okay. Jetzt muss ich wieder. So. Der Speicherkern, den muss ich da abgeben. Ich habe bereits mit Broger gesprochen. Ihr habt unsere Ressourcen gesichert und die Drahtzieher des Imperiums eliminiert. So bedauernswert Major Triggs Tod auch sein mag, er bedeutet Gerechtigkeit für all die guten Leute, die er verraten hat. Die republikanische Armee ist euch sehr zu Dank verpflichtet. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich bin dankbarer, als ich es ausdrücken könnte. Es wird eine Weile dauern, bis wir die restlichen imperialen Truppen finden und besiegen. Solange wir hier sind, wird man euch verehren und willkommen heißen. Na, das würde ich doch hoffen, ne? So. So, dann beende ich jetzt hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.